Why kein Support von den deutschen Rappern? Und da muss ich auch sagen, dass die 10 Tage Deutschland zwischendurch mir sehr, sehr, sehr gut getan haben, ja. Oder die Leute, die auf den Song irgendwie stoßen. Wie lange bleibst du in Mexiko, Bro? Das steht in den Sternen. Das steht in den Sternen drin. Vielleicht steht es auch im Tee drin. Nee. Schon Kontakt mit dem mexikanischen Kartell gehabt, aber ich find's trotzdem geil. Was läuft, was läuft, was läuft? Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Bro, Sonne Top Track, einzige Frage, was ich mir stelle, why kein Support von den deutschen Rappern? Gönnen die nicht or what? Brudi, das ist halt so eine Sache, da musst du halt die fragen eigentlich, ne? Da kann ich selber als Typ wenig zu sagen, weil Bro, ich will mir auch nicht anmaßen zu sagen, dass jeder, den ich supportet habe, mich supporten muss, so, ne? Ich kenne vor allen Dingen auch, also ich weiß ja selber, wie es ist. Ich habe auch schon Dinge supportet, die ich vielleicht nicht so gefühlt habe. Vielleicht fühlen die es nicht. Vielleicht fühlen die den Track nicht. Vielleicht finden die den Track scheiße. Vielleicht fühlen die mich nicht. Vielleicht finden die mich scheiße. Dann supporten die halt nicht, weißt du? Das muss jeder für sich. Das muss ja jeder für sich entscheiden. Weißt du? So. Ich supporte immer, wenn ich. Also ich bin aber auch jemand, ich supporte auch manchmal, wenn ich einfach nur persönlich eine Verbindung zu dem Künstler oder zu demjenigen habe. So, dass ich mir sage, so ich finde den Menschen geil, deswegen will ich den Menschen supporten. Auch wenn ich mal den ein oder anderen Track nicht. Also ich habe auch schon einen Trailer von Tracks gepostet, die kacke waren, Digga. Meiner Meinung nach. Aber der Typ ist halt, der Typ war geil oder hat mir auch was Gutes getan, dann supporte ich auch. Bro, ist eine Story, Digga, weißt du, wie ich meine, so. Es kostet mich nichts, es tut mir nicht weh, so. Support ist kein Mord, Digga, so denke ich auch. Flying Uwe schon damals gesagt immer. Hättest du mit mehr Support gerechnet? Nee. Mm-mm. Ich habe mit gar nichts gerechnet. Also, nee. Ich rechne einfach, also, ich erwarte von der Szene oder von Leuten mir gegenüber gar nichts mehr, Bro. Meine Community, also auch ihr, findet das halt geil. Und das ist das, was mich glücklich macht, so. Also, dass ich merke, dass meine Community oder die Leute, die auf den Song irgendwie stoßen, 90% positives Feedback dalassen. Und das ist für mich halt geil, weil das ist mein zweiter Track, mein zweiter Release. Und Bruder, keine Ahnung, für mich geht irgendwo eine Art Traum auch in Erfüllung, wenn ich dann eingeladen werde zu Interviews und das alles sich jetzt ein bisschen ändert in die Richtung, wo ich es eigentlich auch schon immer haben wollte. Und wenn ich dann auch noch merke, dass, weil Sonne ist zum Beispiel auch schon ein sehr alter Song, ungefähr vor anderthalb Jahren geschrieben, recorded und so. Und ich weiß, ich bin schon besser geworden. Aber dass ihr so meinen Weg einfach mitfühlt und da auch ein bisschen Liebe spürt und da auch die Sachen geil findet und das Potenzial seht, vor allen Dingen auch, ihr seht ja auch, dass ich noch nicht da bin, wo ich sein kann. Weißt du so? Und das ist einfach ein geiler Weg jetzt. Das ist einfach eine neue, geile Challenge, sich jetzt musikmäßig ein Gehör zu verschaffen. So. Weißt du? Davut hatte ich auf dem Schirm. Davut ist einer der. So, als ich mir das Interview nochmal reingezogen habe, ich wollte eigentlich schon immer, dass jemand mich interviewt, wo ich auch so eine herzliche Verbindung zu habe und wo ich auch denke, dass der, also derjenige auch die richtigen Fragen stellt und so. Und ich glaube, Davut war da genau der perfekte Typ, um einfach das, was ich gerade fühle und denke, eins zu eins aus mir rauszuholen, Digga. Ich finde, Davut hat es richtig schön gemacht und an der Stelle gehen auch nochmal Grüße raus, Bro. Ey, genau, wie gesagt, ich habe gedacht, spontan schmeiße ich jetzt den Stream an. Ich bin ja hierher gekommen, wieder zurück nach Mexiko und habe von Deutschland so viel wie möglich versucht mitzunehmen. Ich habe meine Kamera dabei. Ich musste ein paar Sachen neu kaufen. Ich musste die Boxen neu kaufen. Die Boxenständer musste ich neu holen. Das Stativ habe ich mir hier neu geholt. Popschutzfilter habe ich mir neu geholt. Den Bildschirm, den habe ich mir neu geholt. Und jetzt habe ich alles so ein bisschen eingerichtet langsam. Den Stuhl, das war das Wichtigste. Das habe ich jetzt als letztes geholt, weil ich auf so einem. Ey, so ein Drecksküchenstuhl da. Ich hab an einem Tag Musik gemacht und am nächsten Tag habe ich die überkrassen Rückenschmerzen gehabt. Deswegen, ich habe jetzt einen schönen, nicen Gamingstuhl. Das Einzige, was mir hier auf den Sack geht, die Kopflehne wäre noch geil. Wenn hier so eine Kopflehne wäre. Aber ansonsten habe ich jetzt alles da, um auch endlich zu streamen wieder. Ich habe ja, bevor ich nach Mexiko geflogen bin, eigentlich aus Urlaubsgründen, Stream eigentlich gut durchgezogen. Ich habe eigentlich jeden Tag gestreamt, mir 2-3 Videos reingezogen, auch auf die ganze Fitna von den Leuten reagiert und es ist sehr gut angelaufen. Und dann bin ich rüber nach Mexiko. Dann hatte ich da keine Zeit mehr für, weil ich hier erstmal
mich einleben musste, mich etablieren musste, mir die Wohnung klar machen musste, ankommen musste einfach so. Und da muss ich auch sagen, dass die 10 Tage Deutschland zwischendurch mir sehr, sehr, sehr gut getan haben, ja. Sehr, sehr gut getan haben, weil, ich weiß nicht, so fühle ich mich jetzt hier auch besser, stabiler. Ich bin nicht einfach abgehauen und da geblieben, sondern ich habe die Sachen in Deutschland geklärt, nicht einfach stehen und liegen gelassen, habe meine Mutter nochmal gesehen, mäßig verabschiedet auch so von meiner Oma, Opa, war auch emotional gewesen, sind auch die ein oder anderen Tränen geflossen, so. Aber seitdem fühle ich mich hier auch stabiler und jetzt werde ich hier die ganzen Sachen, die ich in Deutschland gemacht habe, so mehr oder weniger auch durchziehen. Ich meine, ich habe es ja auch in den Interviews gesagt, ich werde die Videos, YouTube-Videos nicht mehr so machen wie früher. Ich werde mich schon auf Musik konzentrieren, aber auch gucken, dass ich streame. Ich denke, das ist hier die beste Plattform, um mit euch diesen regelmäßigen Kontakt aufrechtzuerhalten, weil hier bin ich auch, ist live, ne? Hier ist live, ist real. So, da ist nicht viel mit Verstellen. Spätestens nach einer halben Stunde fällt da auch die Fassade, so, weißt du? Deswegen finde ich das Stream-Ding richtig geil und auf YouTube dann einfach nur noch Zweitkanal-Highlight-Videos, Musikvideos auf dem Hauptkanal und dann halt Sachen, die interessant sind, wie zum Beispiel, vielleicht zeige ich euch mal meine Wohnung, vielleicht machen wir mal so, also Behind-the-Scenes-Videos werden kommen, Motivationsvideos werde ich machen. Und dann habe ich Bock halt auch noch mit Künstlern und so. Ich habe hier ein paar Leute kennengelernt, die ich gerne supporten würde. Die kann ich euch auch mal vorstellen, einfach so. Die Leute hier so ein bisschen vorstellen. Aber es soll halt immer so mit mir, mit meinem Weg, mit Motivation, Inspiration alles irgendwie zu tun haben und nicht mehr jetzt Interviews mit anderen Künstlern oder irgendwelche Ollen fragen, ob die Muskeln geil finden und so. Auch nice, weißt du, stehe ich auch immer noch dahinter, aber das lassen wir erstmal so ein bisschen beiseite auch, ha? Ja. Der ist das. Wie lange bleibst du in Mexiko, Bro? Das steht in den Sternen. Der steht in den Sternen drin. Vielleicht steht's auch im Tee drin. Nee, steht in den Sternen. Leon, mein Bester. Highest im Club im Mai? Ja. Bruder, ich liebe dich einfach, ja? Ich dich auch, Bro. IRL-Stream. IRL-Streams musst du mehr droppen. Land und Leute zeigen. Oh, Selam, 28 cheered, 100 Bits. Gib mir die Bits-Vibes, Motherfucker. Geiler Stream, Servus, Bruder. Bro, was hast du für ein geiles Jersey an? Lit it in. Grüße aus 6-7. Bro, I love it too, bro. It's like Raiders, you know? This one. Das passt zwar nicht mit der Hose, also die Hose passt voll dazu, finde ich. Aber die Hose ist halt Paris, ne? Paris und Jordan. Und das Oberteil ist Raiders einfach. Ja. Würde man jetzt so zusammen nicht rocken eigentlich, wenn man so Hand aufs Herz legt, aber ich find's trotzdem geil. Was läuft? Schon Kontakt mit dem mexikanischen Kartell gehabt, also kein Witz. CJNG. Nö. Schick mal ein bisschen Sonne, hier war 7 Grad. Love for free. Ey, Love for free, what's up, man? How you feel, bro? Ist gut, Dicker? Bester Mann, ja. Guadalajara ist in Mexikos zweitgrößte Stadt. Da habe ich 14 Jahre gewohnt. Ich kenne Guadalajara, Bro. Allein aus den Serien. El Chapo Guzman, Motherfucker. Aber ich war noch nicht da. Aber wenn ich hingehe, sage ich dir Bescheid, Bro. Oh shit, Tommy G ist auch am Start. Wie weit weg wohnst du vom Meer? Scooter 10 Minuten, Bro. Mr. 187, what's going on here, man, bro? We back in it, bitch. We back in it, bro. Raimond, 1998, welcome to the family. Du weißt schon, wie das läuft, man. Welches Mikrofon ist das? Nimmst du damit auch auf? Ja, Bro. Das ist eigentlich mein Studio-Mic. Das ist Neumann. Ich kann dir mal die Box zeigen. Eigentlich stream ich. Zum Stream habe ich das andere Mic dabei. Ich habe eigentlich das Mic hier, das rote, was ich die ganze Zeit hatte. Aber diese Halterung dafür lässt sich hier voll behindert an den Tisch dran bauen. Eigentlich mag ich das lieber, wenn ich ein Mic hab. Oh shit, man. Eigentlich mag ich das lieber, wenn ich ein Mic hab zum Recorden für Mucke und ein Mic für Stream. Das ist auf jeden Fall das Mic, was ich habe hier. Neumann Berlin. TLM 102 Studio Set. Kondensatormikrofon. Für die es interessiert. Du weißt schon, wie das läuft. Ich glaube, ich kann den Chat voll spät erst lesen, ne? Weil ihr schreibt jetzt gerade, Stimme ist nice. Uff, ja.
hier in Deutschland, Wetter hat einfach Tage. Safe. Safe. Hat Tage, Bro. Hat Tage, Bruder. Und das nicht nur monatszyklusmäßig, sondern gefühlt alle zwei Tage seine Tage so, ne? Permanent PMS, Motherfucker. Baro, ich habe gestern mit Baro telefoniert, der sagt, Bro, letzte Woche waren 25 Grad, ich bin schon braun geworden, jetzt Schnee. Twitch, ich bin halt nicht der typische Twitcher, der so jeden Tag 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stunden twitcht, aber jeden Tag 3, 4 Videos. Für sowas bin ich offen. Was haltet ihr davon? Ist zu wenig oder ist gut? Bist du geimpft? Nein. Raimund, danke nochmal für den Prime-Abo. Und an der Stelle würde ich sagen, Freunde, be unique. Dabei ist alles. Bleibt so, wie ihr seid. Danke fürs Einschalten. Ich werde mich nicht impfen, niemals. Und wir sehen uns im nächsten Stream, meine lieben Freunde. Be unique. Dabei ist alles. Bleibt so, wie ihr seid. Ja? Lasst euch nicht abfacken. Peace.